Vater? Herr Urban? Vater? Herr Urban? Zenna, Rechtsanwältin, wir wollen Sie gerne mit nach Hause nehmen. Kenne ich Sie? Da sind Sie, was wollen Sie, ja? Herr Trauschke? Trauschke? Zenna, Rechtsanwältin. Ich vertrete Herrn Urban Junior. Vorläufige Verfügung des Vormundschaftsgerichts. Bis ein endgültiges Gutachten über Felix Urbans geistige Verfassung vorliegt, verbleibt er in familiärer Obhut. Sie wissen, dass er tatverdächtig ist. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Moment, ich bin noch nicht fertig. Sie wissen, dass er tatverdächtig ist in meinem Entführungsfall. Es gibt keinen Haftbefehl. Und ohne Gutachten finden Sie auch keinen Richter, der Ihnen einen ausstellt. Ich kann ihn 48 Stunden hier behalten. Das können Sie versuchen. Aber denken Sie an 225 StGB. Misshandlung von Schutzbefohlenen. Der Mann ist schwer krank. Sie können mir danken, dass ich Sie nicht sofort verklage. Ihr Mandant hat sich in den letzten Jahren um seinen Vater nie gekümmert. Wieso plötzlich jetzt? Ich denke nicht, dass mein Mandant Ihnen Rechenschaft schuldig ist. Wenn mein Vater wirklich etwas über dieses Mädchen wissen sollte, dann ist es doch am besten, ich kümmere mich um ihn. Ich werde bei ihm einziehen, ein paar Tage jedenfalls. Ich werde ihm sicher helfen. Komm. Morgen, Leipzig. Leider gibt es immer noch keine verwendbare Spur im Fall Julia Schwenke. Die 12-jährige Schülerin ist am 14. April aus ihrem Elternhaus verschwunden. Aus Mangel an Beweisen musste die Polizei einen Verdächtigen wieder laufen lassen. Stehen, verdammt, ich hab dich was gefragt. Lass mich, ich bin dein Vater. Stehen, ich hab dich was gefragt. Ich bin dein Vater. Stehen, verdammt. Sag mich nicht sie, ich bitte dich. Vergraben, du hast gesagt, vergraben. Wo hast du sie vergraben? Im Wald, im Garten, komm, erzähl. Du sollst mich nicht schlagen. Wo hast du sie vergraben? Ich hab mich vergraben. Komm, du hast gesagt vergraben. Wo hast du sie vergraben? Im Wald, im Garten. Komm, erzähl. Ich schlag mich, aber nicht sie. Ich brauch dich nicht. Ich find sie auch ohne dich. Gabriele? Gabriele? Das hier ist die Ermittlungsakte von Paul Urban, Felix Urbans Sohn. Aktenzeichen 973018. Strafsache Paul Urban, verhandelt vor dem Landgericht Sachsen am 12.09.2001. Der Vorwurf lautete sexuelle Nötigung.
Das Verfahren wurde allerdings eingestellt nach einem Widerruf der Aussage der Hauptbelastungszeugin. Dann war es vielleicht doch kein Zufall, dass der liebe Herr Sohn plötzlich auftaucht, um sich um seinen armen Papa zu kümmern, ne? Der Sohn sorgt sich nicht um seinen Vater, der sorgt sich um sich. Der hat Angst, dass sein Vater was sagt, das ihn belasten könnte. Gründe genug, mal mit dem Sohn immer zu sprechen, oder? Fahren wir hin? Na klar. Richtig. Was ist hier passiert? Eigentlich? So 1,55 ungefähr. Aha. Ist da was? Polizei! Stehen bleiben und ich schieße! Ich will wissen, wo sie ist. Ich habe keinen Schimmer, von was Sie da reden. Sie haben sie zuerst im Haus versteckt, da ist sie nicht mehr. Wo haben Sie Julia Schwenke hingebracht? In den Wald? Ich weiß nichts von Julia. Fragen Sie doch meinen Vater. Nach Ihrem Vater wird gefahndet. Der ist nämlich auch verschwunden. Ist doch merkwürdig, oder? Das gibt's doch alles gar nicht. Was gibt's nicht? Ich werde gar nichts sagen, bis meine Anwältin da ist. Und? Was ist das? Eine Kartoffel. Eine Kartoffel? Sonst ist da nichts? Nee. Die Zerstörungen im Haus sind offenbar das Werk von Felix Urban. Was diesen Oberschrank angeht, der diente als Lebensmittellager in Nachkriegszeiten. Ebenso erklärt mein Mandant, dass er sich lediglich in dem Waldstück befand, um seinen Vater zu suchen, als ihre Kollegen sich auf ihn stürzten. Dann wird es Ihren Mandanten ja freuen, wenn er hört, dass die Bereitschaftspolizei den Wald gerade durchkämmt. Und falls Ihr Vater gefunden wird, werden wir es Ihnen sagen. Aber falls die Leiche von Julia Schwenke gefunden wird, wäre es besser, er würde jetzt reden. Und zwar jetzt! Herr Trautschke, fast hätte ich es vergessen. Das Alibi. Als das Mädchen verschwand, befand sich mein Mandant Paul Urban in einer Fortbildungsmaßnahme des Arbeitsamts. Hier, die Liste der Kursteilnehmer und des Lehrers. Das sind 22 Zeugen. Sie werden das sehr sicher überprüfen. Und wenn das wirklich alles ist, was Sie gegen meinen Mandanten vorzubringen haben, dann gehen wir jetzt. Die Bereitschaft stellt die Suche im Wald ein. Da war nichts. Was mit Pauls Privatwohnung? Auch nichts. Wir müssen neu nachdenken. Da ist noch was. Der Streifer hat angerufen. Da will ich jemand sprechen. Alt werden macht keinen Spaß. Man lebt noch, aber es ist wie wenn dir einer das Gehirn ausradiert mit Schleifpapier. Immer direkt hinter dir her. Das verstehe ich. Tun Sie nicht. Kann keiner wissen, wie das ist, wenn es oben aussetzt, weiß niemand, wie das ist.
Sie sollten gut aufpassen, dass Ihnen das nicht auch so geht. Ich gebe zu, davor habe ich Angst. Angst? Ja. Mein Vater, ein böser Mensch. Immer hat er zugeschlagen. Er war ein mit S. Ein Sadist. Und so bin ich auch. Als sie hier war, habe ich mich erinnert. Die Bank hier und das Kind. Gabriele. Gabriele? Ja. Gabriele. Sie war so schön. So lieb immer. Und fröhlich. Aber er hat sie immer geschlagen. Und ich habe sie nicht beschützen können. Wer hat sie geschlagen? Paul? Ihr Sohn hat sie geschlagen? Was denn für ein Sohn? Das war ich. Ich bin schuld an ihrem Tod. Kenne ich sie eigentlich? Ja, ich wollte doch anrufen, wegen uns. Ach so, ja, nicht so schlimm. Ich habe doch noch eine Frage wegen des Falls. Der Fall? Ja, gut. Ja, wir kommen da nämlich nicht so richtig weiter. Ich habe mir das alles nochmal angeschaut und Julias Bruder. Also irgendwie finde ich, mit dem stimmt was nicht. Wie siehst denn du das? Hannes? Ja. Ja, ein schwieriges Kind. Ist letztes Jahr von der Schule geflogen wegen Drogenmissbrauch. Ja, eben. Und seine Schwester ist so eine Überfliegerin. Du meinst Konkurrenz? Neid zwischen den Geschwistern oder so? Naja, könnte doch sein. Also ich wollte auf jeden Fall nochmal mit Hannes reden und ich dachte, wenn du Lust hast, kannst du ja vielleicht mitkommen. Du kennst die Familie doch. Ja, warte mal. 14 Uhr? 14 Uhr, muss ich kurz nachgucken, ja. Ja, 14 Uhr ist doch prima. Okay, also bis dann, du. Ich muss jetzt los. Ich habe eine Menge zu tun noch. Aha, bis gleich. Noch immer bittet die Polizei um ihre Mithilfe bei der Suche nach der verschwundenen Julia Schwenke. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Und? Passt das? Fall gelöst? Hat den Mord an Julia gestanden? Wir haben keine Leiche. Und er erkennt mich ja nicht mehr. Was soll ich mit so einer Aussage anfangen? Haben wir sonst irgendwas? Er spricht über eine Gabriele. Seltsam. Gabriele. Haben wir was über sie? Mm-mm. Aber ich kümmere mich mal drum. Was wird denn jetzt mit ihm? Er braucht professionelle Hilfe. Und ich habe auch schon eine Idee. Gabriele. Wann? Felix? Thank you.
Julia Schwenke. Die 12-jährige Schülerin ist am 14. April aus ihrem Elternhaus verschwunden. Aus Mangel an Beweisen musste die Polizei einen Verdächtigen wieder laufen lassen. Stehen, verdammt, ich hab dich was gefragt. Lass mich, ich bin dein Halt Vater. Stehen, ich hab dich was gefragt. Ich bin dein Vater. Halt stehen, verdammt. Schlag mich nicht, sie. Ich bitte dich. Vergraben, du hast gesagt, vergraben. Wo hast du sie vergraben? Im Wald, im Garten, komm, erzähl. Du sollst mich nicht schlagen. Wo hast du sie vergraben? Ich hab mich vergraben. Komm, du hast gesagt, vergraben. Wo hast du sie vergraben? Im Wald, im Garten, komm, erzähl. Bitte, schlag mich, aber nicht sie. Ich brauch dich nicht. Ich find sie auch ohne dich. Gabriele? Gabriele? Das hier ist die Ermittlungsakte von Paul Urban, Felix Urbans Sohn. Aktenzeichen 973018. Strafsache Paul Urban, verhandelt vor dem Landgericht Sachsen am 12.09.2001. Der Vorwurf lautete sexuelle Nötigung. Das Verfahren wurde allerdings eingestellt nach einem Widerruf der Aussage der Hauptbelastungszeugin. Dann war es vielleicht doch kein Zufall, dass der liebe Herr Sohn plötzlich auftaucht, um sich um seinen armen Papa zu kümmern, ne? Der Sohn sorgt sich nicht um seinen Vater, der sorgt sich um sich. Der hat Angst, dass sein Vater was sagt, das ihn belasten könnte. Gründe genug, mal mit dem Sohn immer zu sprechen, oder? Fahren wir hin? Na klar. Richtig. Kenne ich Sie? Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Herr Trauschke? Trauschke? Zenner, Rechtsanwältin. Ich vertrete Herrn Urban Junior. Vorläufige Verfügung des Vormundschaftsgerichts. Bis ein endgültiges Gutachten über Felix Urbans geistige Verfassung vorliegt, verbleibt er in familiärer Obhut. Sie wissen, dass er tatverdächtig ist. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Moment, ich bin noch nicht fertig. Sie wissen, dass er tatverdächtig ist in meinem Entführungsfall. Es gibt keinen Haftbefehl. Und ohne Gutachten finden Sie auch keinen Richter, der Ihnen einen ausstellt. Ich kann ihn 48 Stunden hier behalten. Das können Sie versuchen, aber denken Sie an 225 StGB. Misshandlung von Schutzbefohlenen, der Mann ist schwer krank. Sie können mir danken, dass ich Sie nicht sofort verklage. Ihr Mandant hat sich in den letzten Jahren um seinen Vater nie gekümmert. Wieso plötzlich jetzt? Ich denke nicht, dass mein Mandant Ihnen Rechenschaft schuldig ist. Wenn mein Vater wirklich etwas über dieses Mädchen wissen sollte, dann ist es doch am besten, ich kümmere mich um ihn. Ich werde bei ihm einziehen, ein paar Tage jedenfalls. Ich werde ihm sicher helfen. Komm.
Guten Morgen, Leipzig. Leider gibt es immer noch keine verwendbare Spur im Fall Julia Schwenke. Die 12-jährige Schülerin ist am 14. April aus ihrem Elternhaus verschwunden. Aus Mangel an Beweisen musste die Polizei einen Verdächtigen wieder laufen lassen. Stehen, verdammt, ich hab dich was gefragt. Lass mich, ich bin dein Vater. Stehen, ich hab dich was gefragt. Ich bin dein Vater. Stehen, verdammt. Schlag mich nicht, sie. Ich bitte dich. Vergraben, du hast gesagt, vergraben. Wo hast du sie vergraben? Im Wald, im Garten, komm, erzähl. Du sollst mich nicht schlagen. Wo hast du sie vergraben? Ich hab mich vergraben. Komm, du hast gesagt vergraben. Wo hast du sie vergraben? Im Wald, im Garten. Komm, erzähl. Ich schlag mich, aber nicht sie. Ich brauch dich nicht. Ich find sie auch ohne dich. So 1,55 ungefähr. Ist da was? Polizei! Stehen bleiben und ich schieße! Ich will wissen, wo sie ist. Ich habe keinen Schimmer, von was Sie da reden. Sie haben sie zuerst im Haus versteckt, da ist sie nicht mehr. Wo haben Sie Julia Schwenke hingebracht? In den Wald? Ich weiß nichts von Julia. Fragen Sie doch meinen Vater. Nach Ihrem Vater wird gefahndet. Der ist nämlich auch verschwunden. Ist doch merkwürdig, oder? Das gibt's doch alles gar nicht. Was gibt's nicht? Ich werde gar nichts sagen, bis meine Anwältin da ist. Und? Was ist das? Eine Kartoffel. Eine Kartoffel? Sonst ist da nichts? Nee. Die Zerstörungen im Haus sind offenbar das Werk von Felix Urban. Was diesen Oberschrank angeht, der diente als Lebensmittellager in Nachkriegszeiten. Ebenso erklärt mein Mandant, dass er sich lediglich in dem Waldstück befand, um seinen Vater zu suchen, als ihre Kollegen sich auf ihn stürzten. Dann wird es Ihren Mandanten ja freuen, wenn er hört, dass die Bereitschaftspolizei den Wald gerade durchkämmt. Und falls Ihr Vater gefunden wird, werden wir es Ihnen sagen. Aber falls die Leiche von Julia Schwenke gefunden wird, wäre es besser, er würde jetzt reden. Und zwar jetzt! Herr Trautschke, fast hätte ich es vergessen. Das Alibi. Als das Mädchen verschwand, befand sich mein Mandant Paul Urban in einer Fortbildungsmaßnahme des Arbeitsamts. Hier, die Liste der Kursteilnehmer und des Lehrers. Das sind 22 Zeugen. Sie werden das sehr sicher überprüfen. Und wenn das wirklich alles ist, was Sie gegen meinen Mandanten vorzubringen haben, dann gehen wir jetzt. Die Bereitschaft stellt die Suche im Wald ein. Da war nichts. Was mit Pauls Privatwohnung? Auch nichts. Wir müssen neu nachdenken. Da ist noch was. Eine Streifahrt angerufen. Da will ich hiermit sprechen. Gabriele? Gabriele? Thank you.
Das hier ist die Ermittlungsakte von Paul Urban, Felix Urbans Sohn. Aktenzeichen 973018. Strafsache Paul Urban, verhandelt vor dem Landgericht Sachsen am 12.09.2001. Der Vorwurf lautete sexuelle Nötigung. Das Verfahren wurde allerdings eingestellt nach einem Widerruf der Aussage der Hauptbelastungszeugin. Dann war es vielleicht doch kein Zufall, dass der liebe Herr Sohn plötzlich auftaucht, um sich um seinen armen Papa zu kümmern, ne? Der Sohn sorgt sich nicht um seinen Vater, der sorgt sich um sich. Der hat Angst, dass sein Vater was sagt, das ihn belasten könnte. Gründe genug, mal mit dem Sohn immer zu sprechen, oder? Fahren wir hin? Na klar. Richtig. Was ist hier passiert? Eigentlich? So 1,57 ungefähr. Mhm. Ist da was?